Ich mache 3, 2, 1 und dann mache ich weg. Okay. 3, 2, 1. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Black Hat, Green Grass. Black Hat ist ein typischer und bereits mehr als einmal von mir diskutierter Farbe plus Tier Energy Drink Name und dann lieber Black Cat als Red Bull. Green Grass hingegen lockt meiner Meinung nach eher Wiederkäuer als Menschen an. Design. Wow. Normalerweise sehen Black Cats etwa so aus. Und ganz ehrlich, im Vergleich dazu, würde ich sagen, ist das Schwarz-Grüne hier doch durchaus ziemlich ansehnlich, oder? Zumal das Ganze nur so ein Handelsmarkending ist. Koffein und Taurin, normale Maximalmenge, sonst nichts Spezielles drin. Und zum Geschmackstest begebe ich mich heute mal an die Sonne. Ich erwarte von diesem, wie heißt das Zeug eigentlich, Black Cat Green Grass, ziemlich wenig, weil ich wurde ordentlich davor gewarnt. Es riecht nach Minze und nach Apfel, würde ich tippen. Es ist das fieseste Grün, was ich je bei einem Energy Drink gesehen habe, aber das gefällt mir gut. Ich trinke diesen Black Cat Green Grass auf Harry, der mir das Zeug gesponsert hat. Und ich verfluche ihn dafür, dass er mir das Zeug gesponsert hat, denn es schmeckt in erster Linie nach Minze und damit wie der Mixed-Up von Lidl, der Mojito, der mal rauskam, nur leider dann noch Apfel reingemischt. Und ganz ehrlich, das ist keine gute Idee. Ich vergebe keine Punkte, das tue ich nie, aber Begeisterung ruft dieses Zeug nicht in mir hervor. Black Cat heißen die Energy Drinks von Netto, also der Netto ohne Hund diesmal. Wie viel der kostet, habe ich jetzt gerade nicht parat. Wer das weiß, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es den momentan überhaupt gibt. Schreibt das auch mal in die Kommentare. Kaufe ich den wieder? Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ausnahmsweise mal. Besonders gelungen ist er schließlich nicht. Er tut natürlich auch nicht wahnsinnig weh, zumal der Preis auch nicht wirklich weh tut. Aber Begeisterung löst er nicht aus. Und dementsprechend empfehle ich den auch niemandem direkt. Wenn Apfelminze euch Hipster-Kinder irgendwie gepackt hat, dann probiert es aus. Wahrscheinlich lasst ihr es danach auch wieder sein. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Na, wie hat euch das gefallen mit den Außenaufnahmen? Ich danke dem Sponsoren, Kameramann und geduldigen Datenverwahrer Herbert, Harry. Däumchen wäre derbe gut, Abo sogar awesome. Alles nur subjektiv hier und tschüssi. Ugh.